Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, in der letzten Folge haben wir Reparaturkit noch angefangen. Das machen wir gleich mal weiter. Dann machen wir jetzt die Pump-Check draus. Ne, ich habe momentan ein bisschen was übrig, also machen wir Solar. Dann können wir nämlich vielleicht unten auch gleich die Kohle einfach nur nach oben verfrachten und können das dann einfach ignorieren. So, wir haben hier noch ein bisschen Platz. Ja, da muss ich eigentlich einen zweiten hinmachen. Habe ich noch hier was? Ja, ich kann hier noch weitermachen. Da habe ich wieder 333. Dann auch hier weiter. Das rausnehmen, das reintun, das reintun. Gut. Dann brauche ich noch ein paar rote Maschinen. Die kommen hier hin, das heißt, ich brauche bräunlichen Strom. Dann machen wir hier auch den nächsten davon hin. Und die bauen auch aufeinander auf. Ja. Dann kann ich gleich nochmal drei hinstellen. Brauche ich nochmal Strom. Wahnsinn, dieses Provisorium alles hier. Schauen wir mal. Ne, wir haben nur drei bis jetzt. Müssen wir mal gucken, was brauchen wir denn noch? Modul Lab. Na, ich hätte eigentlich gesagt, ne? Muss ich aber nur gucken. Wenn ich eine Schiene wäre, wo wäre ich? Ach, hier. Hätte ich gesagt, Gleise auch gleich. Dann brauche ich hier auch noch die Tore. Und ich brauche. Da sind die Solarpanels drin. Granaten könnte ich auch noch gleich mit reinmachen. Elektromotor. Ja, nee. Da brauche ich ja ein bisschen andere Sachen. Ja, genau. Und die Robbys wollte ich nämlich noch machen. Da brauche ich fünf, dann hätte ich vier. So. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir schon mal 20. Was haben wir jetzt hier? Genau, jetzt können wir mal den Unterschied angucken. Also wir haben jetzt hier Maximalverbrauch von 600 Kilowatt. Verbraucht Brennstoff. Höchstgeschwindigkeit 259 Stundenkilometer, Beschleunigungsleistung 600 kW. Ja, und der fährt auf jeden Fall schneller. Aber du brauchst auf jeden Fall auch die andere Lok. Also. Die Motoren reichen nicht. Upsi. Ich sehe gerade, ich habe nur 500 Rohre einstecken. Okay. Einen Zug hätte ich dann auch schon mal. Das sind Zughaltestellen. Was brauche ich dafür? Davon brauche ich 12, weil ich brauche auf jeden Fall 2. Cargowagen. Die brauche ich auf jeden Fall auch noch. Die kosten was?
Ich habe mir gesagt, wir machen 6 Stück. Aber das, ja, Stahl, das sein, was wir zu wenig haben. Wir nehmen jetzt mal die ganzen krummen Dinge da raus. Dann müsste das jetzt auf jeden Fall auch reichen. Da kann ich auch noch mal welche reinschmeißen. 104 rote. Eine, ich habe 142 Stück einstecken. Ich muss produzieren. Dann brauchen wir hier Stahl. Gut, dann habe ich davon auch 6 Stück. Ja, und der produziert jetzt fleißig Schienen. So. Also, aber jetzt trotzdem für uns, wir müssen jetzt trotzdem erstmal meiner Meinung nach das Kupfer anschließen. So, da haben wir jetzt alles mittlerweile aufgebaut. Ja, sehr schön. Da, wo ich herkam, wieder hin, weil ich brauche jetzt die Untergrunddinger hier. Weil da habe ich bestimmt keine drin liegen. Genau, also brauchen wir ein bisschen Stahl, ein bisschen davon, bisschen Eisen, noch mehr Zahnräder. Und die schmeiße ich jetzt alle rein. Egal. Ja, wobei, wir müssen da rein. So, dann läuft der letzte. Passt. Das mitnehmen. Okay. Das heißt, wir haben. Als nächstes muss ich jetzt erstmal hier eine Kiste hinstellen, alles rausschmeißen, muss zur Kohle laufen. Weil das ist das Wichtigste, das muss jetzt erstmal hier alles gefüllt sein, dass ich mir da schon mal keine Gedanken machen muss. Okay. Das ist schon mal erledigt. So, dann bauen wir es im Inventar. Habe ich da noch eine Kiste rumfliegen? Nein. Dann baue ich gleich mal eine. Dankeschön. Dann ist die nämlich auch fertig. Und dann gehen wir mal mit den roten Bändern. Bin gerade beim Überlegen. Nein, ich nehme jetzt erstmal die gelben. Habe ich es da drüben gemacht? Einen früher. Gehst du dahin? Du gehst dahin. Okay. Dann gehen wir weiter rüber.
und dann komme ich jetzt hier hoch. Einfach mal so als Wegbereiter. Dann hätte ich gesagt, brauchen wir. Ja, mache ich da jetzt rote oder mache ich da jetzt noch? Nee, ich mache gleich rote. Ist das zwar Nadelöhr, aber ich habe immer noch zu wenig rote Bänder, dass sich das lohnt, dass ich das jetzt schon komplett auf rot umstelle. Stahl. Solarenergie ist fertig, sehr schön. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir hier, na okay, das sind jetzt schon die Zweier. Die Batterie macht meiner Meinung nach noch Sinn. Oh. 1500 Zahnräder dabei. Dann hätte ich mal gesagt, schmeißen wir da gleich mal 500 rein. Okay, wird nicht reichen, aber habe ich auf jeden Fall genügend dabei. Da haben wir jetzt 250. Wie schaut es eigentlich da aus? Haben wir auch 250. Das heißt, wir tun die auch wieder rein. Ich hoffe mal, dass die da oben schneller sind. Ja, da haben wir noch 26 Stück drin. Das ist eine gute Zahl. Okay. Was habe ich jetzt vergessen? Genau. Die da mitzunehmen. Und ich brauche da auch noch welche. Wenn wir auch mal 10. Brauche ich ja. Den Rest lassen wir drin. So, schauen wir mal, ob wir es auch diesmal jetzt hinkriegen, ha? Und nicht wieder rumfällen, wie immer. Okay, das heißt, ich komme jetzt dann hier zwei drunter. Also das heißt, ich komme jetzt hier und hier komme ich an. Jawohl, und umdrehen. Okay, dann haben wir das da. Dann brauche ich jetzt die da. Dann gehe ich dann runter. Komm vorbei, gehe rauf. Jetzt müsste das eigentlich stimmen. Dann heiße ich jetzt. Dann heißt es nämlich jetzt das da. Nee. Das heißt das da. Dann gehe ich nach oben. Der geht nach unten. Er geht weg. Könnte es da sogar hingehen und sagen, wir machen die. Nee. Normalen. Also ab hier stockt es, aber ist mir jetzt mir egal, wie gesagt. Wenn wir genügend haben, können wir es. Gerne ändern.
So, das heißt, wir haben jetzt schon mal das. Das heißt, alles, was jetzt hier ankommt, wird verarbeitet. Dann machen wir schon mal das. Das können wir auch mal verschnellern. Das kommt dahin. Die müssen weg. Ja, der ist noch leider einen zu klein, ne? Okay. So, dann musst du jetzt dahin. Okay. Das heißt, ich muss jetzt. Gehe ich jetzt hier rüber. Dann macht es ja fast. Naja, okay, wobei das ist irgendwann weg, ne? Egal. Erstmal so. Den habe ich aber schon dort, ne? Ne, den habe ich noch nicht dort. So, du bist jetzt dann hier. So habe ich hier eine zweite Reihe. Dann heißt es auf jeden Fall für dich. Du gehst hier runter. Nein, du gehst sogar noch einen weiter. Du gehst sogar schon hier runter. Jetzt kann ich abgebaut werden? Achso. Und da nicht. Aha. Klar. Jetzt wollte. Geht immer noch nicht. So, wir warten jetzt erstmal. Und bauen den da. Batterie ist fertig. Dann machen wir die Robotertechnik. Kommt es raus? Dann geht's da rein. Danke. Passt. Oh, und dann brauche ich jetzt von hier. Hier, 8. Okay, die baue ich ab. Ich brauche 12 Stück. So, die ersten 2. Dann 10. Dann heißt es, du kommst dahin. Dann heißt es jetzt, du kommst hierhin. Bist hier rein. Und von dir brauche ich eigentlich 4 Stück, aber ich mache gleich 5, weil ich brauche für Stein ja auch irgendwann noch welche. Da kommt jetzt du dahin. Und du kommst dahin.
Habe ich sogar 4 Stück. Ich bin ein Held. Die habe ich gar nicht. Die habe ich total vergessen. Da kommen die nämlich jetzt hier hin. Die kommen hier hin. Und die da kommen hier hin. Dann heißt es jetzt nämlich für mich. Du kommst dahin. Perfekt und läuft. Ja, jetzt haben wir hier noch einen. Den müssen wir noch bauen. Und ich will jetzt einfach mal wissen, was der kann. Ah, okay. Dann heißt, ich kann den jetzt einstellen. Ich kann jetzt sagen, Bedingung zur Aktivierung. Wenn down. Wo ist jetzt das Erz? Hier, das da ist. Links und rechts. Raus. Und die Bedingung. Aktivieren, deaktivieren. Gleich 0. Setting are also stored in blueprints. Okay, down, up. Wenn ich jetzt dich einfach entferne, geht es? Das aussieht nicht. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Also ich muss auf jeden Fall sagen, was unten ist, was oben ist und was er links und rechts machen soll. Alles klar. Also er haut jetzt immer gleich links und rechts einen raus. Perfekt. Ja, der ist cooler als der. Hätte ich gesagt, kommt der weg. Bauen wir uns da nochmal ein. Wir kopieren jetzt den. Weil das ist einfacher, kopierte richtig auszutauschen und noch nach links, rechts. So, Stein ist jetzt auch fast durch und Robotertechnik ist fertig. Arbeitsrobotergeschwindigkeit, modulare Roboports. Roboports in Modulen. Roboterhangar, Bauplan, ja, das klingt nach einem Plan machen. Okay. Sodala. Die zwei kann ich gleich komplett abbauen. Der muss auch weg. So, du machst die ersten drei, du machst die nächsten drei, du machst die nächsten drei und du machst die letzten. So, das ist auch fertig. Den kann ich nicht abbauen. Bin wieder voll. Dann heißt es für mich schnell mal eine Stahlkiste basteln. Das ganze Gemüse da reinwerfen. Bis auf die Boden.
Und da gehe ich nochmal schnell hinter und hole nochmal welche, weil die 40 Stück werden mir nicht reichen. Da bin ich mir sicher. Vor allem, weil ich hier oben auch noch die weiterbauen muss. So, jetzt müsste aber auf jeden Fall die Roboterarme auch nochmal fertig haben. Hier auf jeden Fall fertig. Ja, da fehlt mir mal wieder das. Ja, bin ich nicht dabei. Wollte eigentlich nur schnell rote Bänder holen, ne? Ich sehe das schon wieder kommen, dass ich gleich wieder runterrenne ohne rote Bänder. Aber es läuft. Das ist das Wichtigste. Das muss vor allem laufen. Arbeitsrobotergeschwindigkeit. Landaufschüttung, ist eigentlich auch was Wichtiges. Brauchen wir auch noch. So, 125 Stück. Ich kann leider keine mehr machen, weil ich kein Material dabei habe. Und das ist jetzt auch wichtiger, dass das da unten läuft. Also mich jetzt erstmal wieder in Kleinigkeiten da oben verstricken. Okay. Ich komme auf jeden Fall schon mal hier an. Kann ich Verteiler bauen? Nee. Machen wir es wieder leer. Brauch zwei. So, und ich möchte, wenn du ab Kupfer bekommst, dass du down ist Kupfer und rechts Kupfer abgibst. Links, rechts. So, das kopieren wir hier rüber. Wenn du links Kupfer hast, gibt's so nach unten aus. Ich hoffe, dass es passt. Wir werden sehen. Oh, Landaufschüttung ist auch fertig. Dann hätte ich gesagt, machen wir auch noch Wasserauffüllung. Weiß ich auch, warum das der andere da hinten rot wurde. Der ist noch nicht abgebaut, sondern der hatte keinen Strom. wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oder habe ich noch einstecken? Nee. Erzförderer 2. Muss ihn halt momentan leider so bauen. Hier. Wir reißen ihn raus und gehen nach oben. Wir sind wieder voll. Selbe Spiel. Ich vermute, das wird jetzt noch ein paar Mal passieren, dass ich voll bin. Oh, noch einmal? Wow.
Heißt, ich kann meine Sachen wieder einstecken. Okay, dann kommt der auf jeden Fall schon mal daher. Dann baue ich jetzt das ab, weil das brauche ich. Die Bänder, was ich hier jetzt habe. Okay, da habe ich ganz normale. Dann brauche ich die da. Kommst dahin, gehst in die Stahlkiste und gehst rein. Sehr gut. Das heißt, meine Kupferanlagen arbeiten jetzt auch weiter. Schaue ich mal, wie weit ich komme. Ja, mir fehlen Steine. Haha. Ja, ich bin ja neben allen gerade. Steine wollte ich jetzt sowieso holen, weil. Oh, ist wieder fertig. Tiefseewasserfüllung. Oh, nicht mehr gerade. Der ist schon leer. Der ist leer. Der ist leer. Kann ich wegmachen. Der ist leer. Aber ich habe nur noch 5000 Steine. Das heißt, die sind jetzt auch bald leer. Aber da arbeiten wir, wie gesagt, wir arbeiten ja gerade fleißig. Den Zug habe ich ja schon entwickelt. Ich habe die ersten Sachen schon gebaut und sogar schon im Inventar. Ich bezweifle nur, dass wir noch in der Folge dazu kommen. So, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall auch noch Holz. Ist hier aus Versehen. Ah ja, da hinten ist ein Bäumchen. So, ich schau mal schnell. Wir lassen mal schnell bisschen was sammeln. Dann haben wir auch gleich was sauber gemacht. Danke. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt in der nächsten Folge Kohle und Stein fertig kriegen. Und wenn ich noch den da anschließe, ne, da kann das auch da reinfließen. Das sehen wir auch gleich, ob das da funktioniert. So, das kann weg und das kann weg. Okay, aber der verteilt es nicht. Dann heißt es, wir brauchen jetzt da hier nochmal einen zweiten. Ah. Noch einen dritten. Danke. Und die Öfen kommen nicht hinterher. Beziehungsweise das da oben kommt nicht hinterher. So, Fluid Burning Furnace. Was kriege ich da draus? Burner Source. Pump Check. Dann schauen wir mal, wie weit das mal da kommen. Ich brauche auf. Ich habe jetzt gerade einen ganzen Stein wieder angezogen. Einen Stack hätte ich doch behalten sollen. Danke. So, was? 4 Stück kann ich gerade mal machen.
Nicht viel. Was sind wir jetzt ausgegangen? Ach, nicht Stein. Nee, Stein nicht. Stahl. Ja, da laufe ich dann hoffentlich vorbei. So, und du bist dahin. Erstmal lasse ich den laufen. Eine Runde Stahl. So. Dann brauche ich noch eine Stahlkiste und ich brauche noch einen Kompaktloader. Weiter geht's nicht. Ich muss noch dran denken, dass ich dann nämlich hier das Kupfer reinschmeiß. Ja, die 27 Bänder werden nicht reichen. Okay, also du dahin, 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 dahin. Ich sehe gerade, wenn ich natürlich das mit den roten Bändern mache, mir ist klar, dass es nicht reicht, aber ich mache jetzt dann mal hier gelb weiter. Sehe ich das gerade richtig, dass der nicht richtig verteilt da oben? Ja, der kann gar nicht verteilen. Und die sind so schnell, dass der da oben. Gar nicht macht. Pumpcheck ist auch fertig. Sprengstoffe brauchen wir auf jeden Fall auch für bessere Bullets, für Militär. Für den Panzer braucht man auch. Machen wir es. Okay, aber alle vier Linien vom Kupfer laufen. So, hier noch zwei. Da hätte ich gesagt, da lasse ich jetzt dann wieder die roten Bänder laufen. Da habe ich dann nämlich noch eine Stahlkiste. Und ich brauche auf jeden Fall noch zwei Stahlkisten und noch zwei Kompakte. Du da kommst hier hin. Schon mal hier ganz gut aus, oder? Zwei Stahlkisten noch. Müssen wir noch warten, bis der letzte fertig ist. Und Eisen auch komplett da. Das gefällt mir doch sehr, sehr gut.
Jetzt muss ich halt mal gucken, ob ich da noch irgendwas Grundlegendes habe, was ich mit Eisen produzieren muss. Habe ich hier Grundkomponenten mit irgendwas nur Eisen? Aber eigentlich nicht. Stahl stelle ich her. Ja, die Zahnräder. Was habe ich hier? Leeres Fässer. Mache ich aus Stahl. Das sind Eisenplatten, das sind Eisenstangen, das ist Kupferkabel. Kupferkabel ist auf jeden Fall, was ich brauche. Und dann, wie gesagt, die ganzen Circuits, aber da brauche ich auch Eisenplatten dafür. Und Kupferkabel. Da haben wir auch noch was vor. So, Sprengstoff haben wir noch fertig. Und dann hätte ich gesagt, starten wir noch die Lasertechnik. Und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge angekommen. So schnell vergehen 40 Minuten. Ja, wenn ihr euch noch was einfällt oder ihr Tipps, Tricks habt, habt damit in die Kommentare. Freue mich über jeden. Ich lese auch wirklich alle. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.